Aber schön, es ist schon animiert, das ganze Zeug hier. Ja. So, dann wollen wir mal los. Dann verkaufen wir es. Na, wer bist denn du? Hallo? Oh. Ach, guck an. Das ist auch hier erstmal so ein Ding. Okay. Hast so ein Schild. Kann ich hier oben rein? Schlossnacken. Nee. Will ich nicht. Hallo? Ist das dein Ernst? Glück und Gesundheit, Heinrich. Danke, dir auch. Na gut. Hier, ich will verkaufen. Schön, dass. Ja, Heinrich, schön, dass du da bist. Und dann läufst du einfach so vorbei. Na gut. Ist egal. Lass uns handeln. Also, verkaufen. Kunisch Sammer, Kunisch Nägel. Handel abschließen. Feilschen. X. Lass uns über den Preis sprechen. Warum nicht? Okay, so, mal gucken. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen. Wähle die Menge, die du zahlen oder halten möchtest, mit W oder S und bestätige mit E. Der Händler reagiert dann auf dein Angebot, lehnt er ab und breitet er dir ein Gegenangebot und wartet auf deine Antwort. Ach, ja, na warum nicht, ne? Letztes Angebot des Händlers. Ursprünglicher Kaufpreis, dein Geld. Okay, zahle so viel. Ursprünglicher Kaufpreis, letztes Angebot ist dein aktuelles Angebot, dein letztes Angebot, das der Händler abgelehnt hat. Okay. Na gut, wollen wir mal schauen. Lässt sich der Regler weder in die eine noch in die andere Richtung schieben, bedeutet dies, dass es entweder dir oder dem Händler an Geld mangelt. Wenn du das Feilschen mit einem Angebot nach dem anderen in der Länge ziehst, wird dem Händler irgendwann die Geduld verreisen und er bricht den Handel ab. Okay. Das Händlersymbol unten am Balken zeigt an, wie nah du an diesem Punkt bist. Je goldener der Hintergrund ist, desto mehr neigt der Händler dazu, den Handel abzubrechen. Okay, jeder erfolglose Falschversuch senkt deinen Ruf bei dem Händler. Na, das wollen wir nicht machen. Halte. Nee, ich will ja mehr. 2,8. So. Teehilfe. Das ist das nochmal. Ach so, das ist der ursprüngliche Verkaufspreis sozusagen. Ich will aber mehr haben. Zufrieden? Das klingt interessant. Ein bisschen weniger und ich bin zufrieden. Na gut, dann kann ich nur. Uiuiui. Dann machen wir es so. Wir sind hier fertig. Das führt zu nichts. Nein! Ach, Schreck. Oh. Mist. Das ist handeln. Nochmal. Okay. Warum Prüfer? Falschen. Das wird Lass uns über sich den gemerkt Preis haben, oder? sprechen. Warum nicht? Ah ja, na toll. Wie wär's damit? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Na Geschäft. gut. Scheiße. Da schlage ich zu.
Das ist sowas gar nicht, ne? Ja, gut. Da habe ich jetzt das Geld, oder wir? Ist wahrscheinlich, warte mal, hier. Ah ja, da ist mein Geld angezeigt. Okay. Hallo. Du hast einen Schneider entdeckt. Händler. Was hast du im Auge? Augenblick, ich schaue mich eben um. Mal sehen. Das wäre alles. Danke. Und komm gern wieder. Gut. Willkommen, Heinrich. Was macht der so? Ah, das ist sicherlich auch dieser Schneider, oder? Zumindest lagen ja Stoffe dort. Lass uns handeln. Ja. Kleines Schneiderset, Schneiderset. Okay, gut. Händler, du hast Händler entdeckt. Händler. Was darf's sein? Danke. So, warte mal. Wo müssen wir jetzt hin? Kaufe einen Sack Kohlen auf dem Markt beim Kühler, ja. Ist das das andere? Gibt sich zum Schwertkampftraining. Ah ja, Schwertkampftraining wäre ja auch mal wieder. Sollte man mal machen, ne? Hey, Pip, willst du was lernen? Skalitzer Schenke. Denk nicht. Danke. Wie du willst. Heil dem Helden. Na, hast du deine Meinung geändert, was das Erlernen der Kriegskunst angeht? Natürlich. So, ich will mal Schwerttraining machen. Hast du dich von der Verletzung gestern erholt? Ja, es ist nichts. Aber meine Mutter bemerkte sie und hatte ein Wörtchen dazu zu sagen. Keine Mutter ist erfreut, wenn ihr Sohn anfängt, sich für Schwerter zu interessieren. Wo Waffen sind, ist auch der Tod. Aber die Frage ist, was willst du? Nicht ewig in diesem Loch dahin siechen. Es kommt mir vor, als gehörte ich nicht hierher. Ich will die Welt sehen, aber das ist gefährlich. Also muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Gesprochen wie ein Mann. Und heute ist deine letzte Gelegenheit, da ich fort muss. Also, bereit loszulegen? Na, aber sowas von. Klar. Also gut, ich warte wie immer beim Schafpferch. Ja, da komme ich doch gleich mal mit. Zeig mir mal ein Schafpferch. Du könntest auch ein bisschen schneller gehen. Ach, da oben. So. Ups. Ich bin Schäfer. So, ich treibe euch zusammen. Geile Schafe. Fetzen mir. So. Kann ich auch langsam gehen. Aber der Kerl ist schneller im langsam gehen als ich, oder? Nö, doch nicht. Hier rein? Nö. Du hast Kampfplatz entdeckt. Na, kann's losgehen? Gut. Und da heute unser letzter Tag ist, wirst du mir alles zeigen, was ich dir beigebracht habe. Nein! Ich habe noch gar nichts gelernt. Gut. Beginnen wir mit den Grundlagen. Bleib in Bewegung. Dein Leben hängt davon ab. Kannst, was? Fixieren. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Halbherzigkeit bringt dir nichts. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Unberechenbarkeit ist der Schlüssel. Wiederhole dich nie. Komm. Cool. Ja, wähle die Richtung, aus der du angreifst mit der Maus. Ja, habe ich gemacht. So, wenn ich aus der... Ach so, wenn ich aus der Richtung angreife...
Jawohl. Das spitze Ende ist zum Stechen. Versuch es mal. Schwache Handgriffe sind meist schneller und präziser, richten dafür aber weniger Schaden an. Du kannst deinen Gegner ins Gesicht stechen, obere Zone oder auf den Körper und Gliedmaßen ziehen. Alle anderen Zonen. Okay. Ja. Gut. Ja, gut. Gut. Wunderbar. Gut, sehr gut. Probieren wir etwas anderes. Einen Schlag abzuwehren ist ein Kinderspiel. Viel schwieriger ist es, eine Kette von Angriffen zu parieren. Sobald du einen Treffer landest, hol gleich zum nächsten Schlag aus. Kombos. Du kannst Angriffe zu Kombos aneinander reihen. Starte Angriffe, sobald deine Angriffe... Was? Starte dazu einen neuen Angriff, sobald der vorherige endet. Du kannst die Angriffszone wechseln oder die Angriffe einfach aneinander reihen. Das Zeitfenster liegt zwischen dem Angriff auf den Gegner und dem Ende des Schwungs. Na gut. Okay. Verstehe. Es genügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin müde und durstig. Aber vergiss nicht, arbeite hart an dir. Niemand wird über Nacht zum Schwertmeister. Ich schon. Üben und üben. Das Wichtigste ist aber, das einzusetzen, was du in echten Kämpfen gelernt hast. Nichts bringt mehr als Erfahrung. Glaube mir. Okay, danke schön. Ja, ich habe ja jetzt hier ein bisschen was gelernt dazu. Ich lag hier noch. Aber ich kann kein Schwert nehmen. Oh, oh, das ist ja schön. Haha, geil. Aber blöd, dass ich vorhin dort nicht hochgekommen bin. Im Haus. Vielleicht war ich auch zu blöd, warte mal. Ich probiere es nochmal, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ah, der Kerl, der hat ja wirklich nicht viel drin. Ah, Mist. Das ist schon traurig hier. Na gut. Lassen wir das. Gucken wir erstmal, ob wir beim Köhler frisches Zeug kriegen. Für den Vater. War doch irgendwo hier. Willkommen, Heinrich. Ach, der. Helfer des Köhlers. Wie geht's? Ja, lass uns handeln. Holzkohle, ach ja. Wie viel wollte der? Ich glaube 10, ne? Ankauf prüfen. Vermögen des Händlers, dein Vermögen. Du zahlst 5. Warte mal, wir machen das erstmal anders. Erstmal gucken, ich tue erstmal so viel entfernen. Dann die Feichen. Besprechen wir den Preis. Selbstverständlich. Ich will so viel zahlen. Ist das genug? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Ah, toll. Da kann ich ja gar nichts machen. Okay. Brechen wir das ab. Aber wenn ich...
1 kaufen würde. Und prüfen. Handel abschließen. Ah. Nochmal handeln. Dein Ruf bei dem Händler, okay. Kaufen wir mal so viel. Prüfen. Okay. Abschließen. Nochmal. Ah gut, mein Ruf steigt aber bei dem nicht, okay. Hä? Blöd, ich hätte vielleicht erstmal einen anderen Händler aufsuchen sollen. Ich das verkaufe. Vielleicht hätte ich auch bei einem anderen bessere Chancen gehabt. Achso, nee, ich will nichts verkaufen. X entfernen. Kaufen. Holzkohle. Ich kann noch 2 kaufen. Falschen. Besprechen wir den Preis. Habe ich vorhin alles gefeilscht? Warum nicht? Ich weiß es gar nicht. So, wenn ich das hier. Angebot unterbreiten. Sind wir uns einig? Es muss schon mehr sein, um mich zu überzeugen. Scheiße. Na gut. Ich wusste, wir werden uns einig. Ha. Wo kriege ich das restliche Geld her?